Einen wunderschönen guten Morgen miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, es gibt mal wieder einen Vlog bei mir heute, wieder ein Montag. Ich habe mir vorgenommen, montags oder dienstags oder mal gucken, wie es passt. Mach langsam, Schatz, zu vloggen und ich muss ja auch mal gucken, wie es so zeitlich passt und auch wie es mit der Laune von Mausi ist und wie es ihr geht. Ja, wir haben es 7:45 und ja, ich fange an zu vloggen. Schatzi, vorsichtig, das ist ein Herd, ne? Ja, ich habe mir jetzt gerade Toast in den Toaster gemacht, der ist jetzt fertig geworden. Jetzt hole ich mir mal ein Brett raus, denn ich will jetzt mal ein bisschen frühstücken. Mausi hatte schon ihre Milch. Aber sie isst bei mir meistens morgens nochmal mit, wenn ich frühstücke. Und du mach langsam, Schatz. Und sie läuft schon immer so schön hin und her. Gucken, klappt das, wenn ich euch auf den Sofa abstelle. So, ich mache hier so ein zusätzliches Licht. Ich hoffe, die Kamera hält. Ihr steht jetzt gerade auf unserem Solarstream. Und jetzt hole ich mir mal mein Frühstück raus. Also, weil ich mir auch mein Brot machen möchte. Und zwar gibt es einmal Margarine für mich. Und von Grönländer das Original Käse, Milch und Nussig. Sieht so aus. Und einmal Fleischsalat. Schatzi, nein, Mama, Finger weg. Weg! Mama möchte Kühlschrank zumachen. Hast du einen Kühlschrank zu? Mach die Finger weg, Kopf weg. Super, und jetzt hole ich mir meinen Toast. Zwei Scheiben Toast erstmal. Genau, und jetzt... Ja, unsere Nacht war eigentlich recht gut. Also sie war jetzt nicht irgendwie... Sie schläft recht gut durch. Also sie wird auch nicht wach. Die eine Nacht ist sie wach geworden mehrmals. Ja, und das war von Freitag auf Samstag die Nacht. Da ist sie um 1, um 3 und um 5 wach geworden. Sie hat jetzt nicht gemeckert oder so. Sie hat dann einfach nur im Bett gelegen und gequatscht und ein bisschen gespielt. Dann ist sie aber auch wieder recht schnell eingeschlafen und um 6:30, Schatzi, ist sie dann aufgestanden, also richtig wach geworden. Da hat sie mich dann auch gerufen. Da weiß ich immer gut, Mausi ist jetzt richtig wach, also sie möchte jetzt aufstehen und ja, möchte ihre Milch haben. Na? Ja, Samstag war ja ein bisschen anstrengend, da war ich auch auf Instagram nicht aktiv. Also bin ich ja Wochenendes meistens nie. Mama! Ja? Was denn? Ja, Mama macht Frühstück, weil unsere Freunde sind umgezogen und da hilft man natürlich. Und da kann man nicht einfach mal so Instagram-Stories machen oder so. Aber wie gesagt, schon Wochenendes bin ich ja meistens nie so aktiv, weil da ja auch mein Mann zu Hause ist wieder. Er ist ja immer nur Wochenendes zu Hause. Da will man ja dann natürlich die Zeit mit seiner Familie genießen. Fokus, ich hasse dich jetzt schon. Ja, wollen wir frühstücken gehen? Ja. Wir gehen jetzt frühstücken. Und ja, wir wollen dann gleich nochmal... Wir wollen dann gleich nochmal in die Stadt fahren, was zum Mittagessen holen. Ich muss hier auch noch aufräumen und den Haushalt schmeißen. Das ist meine Hose, wo du dran rumziehst. Ja, wir wollen jetzt erstmal frühstücken und ich würde sagen, wir melden uns gleich nochmal bei euch. So, wir haben jetzt fertig gefrühstückt. Und ja, ich muss jetzt noch aufräumen. Kann ich hier niemanden zeigen?
So, Lina, kommst du? Wir müssen dann einmal Pampi machen gehen. Ja. Gehst du einmal Zimmer? Nein. Ins Zimmer, Schatzi. Lass mal bitte die Pappe im Pappeimer. Lass mal bitte die Pappe im Pappeimer. Gehst du einmal in dein Zimmer, Pampi machen? Lina, einmal in dein Zimmer, bitte. Nein, die Schränke bleiben zu. Finger weg. So, und jetzt bitte einmal in dein Zimmer. Schatzi, das ist nicht toll. Schatzi, da ist nicht dein Zimmer. Jetzt setzt sie sich wieder in die Ecke. Das kann einmal Pampers machen, Schatz. Ach, Mami hat hier noch Fenster offen. Einmal Fenster zumachen. Heizung an. Komm, wir wollen einmal wickeln, Schatz. Ja. So, das hängen wir auch einmal auf. Einmal ein bisschen klar Schiff machen. Die Hose zieht sie nachher an, bis zu Oma und Opa geht. So. Brauche ich mal eine kleine Abstelllage hier für euch. Dann will ich euch noch mal eben von einer kleinen Herzensangelegenheit sprechen. Ich will mal vorstellen hier. Das ja. Genau, aber die will ich euch gleich erzählen, wenn ich Mausi hier gewickelt habe. Schatzi? Was? Ja, hast du da ein Handschuh? Siehst du Mami mehr? Nee. Doch. Nee. Doch, mein Schatz, komm her. Nee. Nee. Bitte. Du. 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 Knutschi. Du kleine Knutschi. Na küss. Knutschi. Knutschi. Bist du Mamis Knutschi? Auf geht's. Weiter? Auf geht's. So. Ich sehe gerade, ich muss hier mein Licht drehen. Laden. Ja. Was wollte ich Ihnen erzählen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal Taschen packen.
weil wir wollen gleich nochmal in die Stadt. Und in der Zeit werde ich meinen Lichtring laden und laufen, Schatzi Maus. Auf jeden Fall werde ich das jetzt alles tun. Tasche packen, genau, mich umziehen und dann kurz in die Stadt fahren. Und wenn ich wieder da bin, dann schmeiße ich sofort die Kamera wieder an. Also wenn Mausi dann im Bett ist. Ein bisschen durch meinen Haushalt mitnehmen. Und ja, mal gucken, was dann heute noch so anliegt. Und dann warte ich auf den Anruf von meiner Schwester. Mama! Dass Mausi, ja? Mama! Was denn? Was denn, mein Schatz? Dass ich sie dann zu meinen Eltern bringen kann, genau. Und ja, ich dann zu meinen Terminen fahren kann. Welche Mittwoch, Montag und Dienstag ist. Genau. Also bis später, würde ich sagen. Schon nachmittags wieder. Ich habe heute Morgen die ganze Bude geschrubbt und ja, war dann kaputt und mega fertig. Aber jetzt werde ich erstmal Sachen für Oma zusammenpacken. Die Mausi geht heute wieder zur Oma, ne? Und ja, sie ist ja auch schon aus dem Mittagsschlaf wieder aufgewacht. Mach langsam, Schatz. Und ja, jetzt will ich erstmal nochmal Sachen zusammenpacken, weil sie geht dienstags immer baden. Und damit ich sie dann abends dann mitnehmen kann, wieder, wenn ich wieder komme und sie warm angezogen ist, gibt es ihren süßen Einteiler. Ja, den nehme ich mit. Dann gibt es nochmal inne Socken. Ja. Okay, damit sie dann hoch ihre Hausschuhe anziehen kann. Ja, so. Frischen Body brauchen wir auch noch. Richtig. So, einen frischen Body. Ja, jawohl. Nehmen wir mit. Das hier ist so ein Einhorn-Overall. Ja, Schatz. So, Schuhe hat die Maus schon an. Und nochmal dünne Socken, ne? Damit Oma dir dann deine Puschen anziehen kann. So. Genau. Ja, ich habe es gestern Abend nicht mehr geschafft zu filmen. Ich hatte auch ehrlich gesagt keine Lust mehr. Deswegen habe ich gesagt, ich filme jetzt nochmal kurz. Und beende auch dieses Video dann auch direkt. Genau. Und ja. Wir machen uns jetzt fertig und fahren zu Oma. Mausi, laufen! Nicht krabbeln, laufen! Ja. Wir fahren jetzt zu Oma, ne? Du mit deinem süßen Hasenkleid. Ja. Genau. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag oder Nacht, je nachdem, wenn ihr dieses Video schaut. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, dort könnt ihr mich kostenlos abonnieren und dort seht ihr meine letzten zwei Videos. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Vlog. Bye!